Und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play 7 Days to Die. Ja, 7 Days Today spielen wir. Hallihallöchen, Jack. Hallöchen, Angel. Sodalen. Ich war ja gerade hier unterwegs zum Holzsammeln. Genau. Haben denn unsere Nachbarn schöne Einrichtungsgegenstände, die du vielleicht mitbringen kannst? Eine Couch, ein Fernseher Nö. oder sowas? Das habe ich ja alles schon zerlegt da drin. Ach, du denkst aber auch nicht an unseren Luxuskomfort. Naja, und sowas wie ein Bild oder so ein Scheiß, dafür habe ich keinen Platz im Inventar. Dafür musst du Platz haben. Nein, habe ich nicht. Doch. Na? Muss doch schick sein alles. Na, hängst du wohl im Gelände? Wer, so ein komischer Zombie? Ja. Ja. Denk dran, es ist schon wieder halb, ist gleich, 8 Uhr durch abends. Ja, ist ja noch Zeit. Naja. Alle Zeit der Welt. Was haben wir denn hier? Was denn? Ein Hunting Knife, ein Was? schönes Messerchen. Oh, warum findest du immer sowas? Ich nicht wissen? Bring mir mal sowas auch mit. Ich möchte auch sowas haben. Ja. Blade Weapons 4. Weapons Smithing. Ja. Dann fliegt der olle Holzknochen mal weg. Na, den kann man sicher jederzeit mal wieder machen. Ja. Zwar in einem hohlen Baumstumpf drin. Cool. Ich kann mir ja am nächsten Morgen ja mal zusammen eine Loot-Tour machen. In Ja, die gerne. Richtung von den ersten Tagen, wo wir gestorben sind. Vielleicht finden wir ja unsere Rucksäcke wieder. Ja. Es wäre auch mal nicht schlecht, irgendwie was zu finden, wo es Wasser gibt. Also Ja. irgendeinen See. Also ich würde schon fast irgendwo in eine Richtung laufen, in die wir noch nicht gelaufen sind. Oder so. Weil da oben wissen wir, da gibt es kein Wasser. Dann müssen wir wahrscheinlich ganz viele leere Gläser mitnehmen, dass wir dann Wasser. Ja, erstmal müssen wir Wasser finden. Und bis dahin mache ich ein leeres Inventar. So, unser Haus ist dicht. Zwei Luken zum Rausschießen. Ja, haben wir ein dichtes Haus. Ja, fast. Wir hatten hier vergessen, eine Woodframe zu setzen. Hast du den da geklaut? Ich habe gar nichts geklaut. Na, falsch gesetzt. Noch, Kann nicht noch. sein. Doch. Wenn dann was, das. Ja, immer ich. Immer auf die Kleinen und dann sollen sie wachsen. Jo. Ein bisschen Eisen. Rums. Mining Tools bei Level 28. Nee, nee, nee. Haben wir schon so viel weggeklopft. Ja, cool. Und hier sind lauter Vogelnester. Na denn, looten. Iron Glove Schematik. Wolltest du das nicht herstellen, oder? Was? Nochmal bitte? Zu spät. Eisenhandschuhe. Ja, Jetzt immer. kann's ich. Na schöne. Ey, du. Du kriegst nochmal Ärger mit mir. Aber ja, dann ist ja gut, wenn ich keinen krieg. Füße waschen solltest du auch mal, dass du richtig hörst. Wie hören? Wozu? Ja. Ich würde ja gern mal so einen Hirsch erlegen, aber irgendwie komme ich da nicht ran. Der ist, glaube ich, ein bisschen schnell, wa? Ja, das ist das Problem. Die Musik ertönt, es ist 22 Uhr. Ich habe einen Hirsch erlegt. Na dann Beeilung und nach Hause.
Ja. Bevor die Zombies kommen. Wenn nicht, habe ich ja gut Fleisch dabei, dann kommen sie eh zu mir. Also so ein Hirsch gibt aber jetzt nicht wirklich mehr Fleisch als ein Kaninchen. Okay, wenn du meinst. Nee, 5 Stücken Fleisch habe ich jetzt aus diesem Hirsch rausbekommen. Mit dem neuen Supermesser? Ja. Mit dem neuen Supermesser. Okay. Das lohnt sich ja mal richtig überhaupt nicht. Gleich mal wieder 5 Bäumchen gepflanzt. Okay. Upp. Da ist noch was nicht aufgewertet. Dann mach das bitte, vielleicht komme ich da jetzt nicht mehr ran. Nö, nur vom Dach. Okay. So. Rums. Da jault's. Das ist Jaul. Das ist draußen. Eisen, Eisen, Eisen. Wo ist mein Eisen? Ja. 135. Das lohnt sich doch. So. Was haben wir denn jetzt hier noch an Werkzeugen? Wrench. Hier. Ah, da fehlt mir noch das Rezept. Na toll. Wo sehe ich denn, an welchem Level ich bin? Du in deinem Inventar, Crafting, Dingsbums da hier auf Charakter. Und dann hast du es ganz oben rechts. Level 11. 17. Dann bist du schon so weit. Weil ich Zombies töte. Wir müssen Schießen üben. Zombie-Kills, 115. Ich sag lieber nichts, meine ist im einstelligen Bereich. Naja, du baust dir dafür. Ich renne ja da draußen rum. Wie viele Tode hattest du? 16? 18. Kilometer gelaufen, 32. 17. Oh ja, Items crafted, 1483. Mensch, bin ich fleißig. Warum hast denn du mehr hergestellt? Ich habe doch das ganze Haus gebaut. Ich habe nur 751. Ja, die ganzen Pfeile, die ganzen Werkzeuge, die ich 100.000-fach hergestellt habe. Okay. Das sammelt sich so ein bisschen an. Du hast gewonnen. Ach, gewonnen gibt's nicht. So, was können wir denn jetzt hier? Bacon and Eggs. Dazu brauchen wir, hast du noch Eier? 2 Stück. Ach, wir brauchen einen Kochtopf hier drüben. Haben wir natürlich keinen. Das heißt, wir müssen auf der Loot-Tour einen Kochtopf finden. Na denn. Brauchst du noch Holz? Na, wenn ich habe jetzt hier 3 Kisten. Warte, ich muss die erst noch unlocked machen. Dann pack es da rein. Machen wir die ganz rechte. Machen wir für Werkstoff, so Holz und Stein und Co. Die in der Mitte ist meine und die linke ist deine Müllkiste. Aha. Oder wie? Also das da ist meine, sagst du. Ne, die ganz rechte ist die für Werkstoff. Holz. Werkstoff. Und die in der Mitte ist meine Müllkiste. Ja. Und dann mülle ich mich hier soweit schon mal aus, damit wir dann morgen früh gleich auf Loot-Tour gehen können. Genau. So. Werkstoff dazu zähle ich jetzt einfach mal Federn auch mit. Ja, Federn, Holz, Stein, Fiber, Kohle. Kohle. Spikes packe ich mal mit rein. Ja. Soll ich da Erde, Dreck auch mit reinpacken? Ja. Sind ja alles mehr oder weniger Werkstoffe. So, das kommt in die Munitionskiste. Ne, die Pfeile mache ich gleich mal in die Federn mache ich gleich mal in die Munitionskiste. Okay, dann mache ich meine paar. Weil die brauchen wir ja für
Ja, Munition. Kannst du die mal unlocked machen? Ich komme an die Kiste nicht ran. Ach, die kann man auch locken? Mhm. Sollte. Danke. Oh, Fenster. Ja. Die könnten wir zunageln noch. Nein. Ja. Lass mal erstmal so. So, Rohstoffe, zack. Gunpowder, zack. Arrows. Da brauche ich Stein noch dazu. Ich brauche mal kurz ein paar Steine. Gut, ist frei. So, und ein bisschen Holz. Das sollte reichen, gut. So. Was kann man denn da jetzt eigentlich alles schön herstellen? Aha, krass. Building. Zement. Aha. Amboss. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ich baue ihn mal noch nicht, weil vielleicht finden wir unterwegs was. Okay. Haben wir hier noch Schönes? Haben wir irgendwo eine Kiste oder ein Vorratslager, wo wir Nahrungsmittel reinpacken können, wie die Eier und so? Noch nicht, dazu brauchen wir noch Nägel, dann bauen wir hier die nächsten Kisten. Okay, dann lege ich es einfach mal in meine Müllkiste, das Ei mit rein, oder die Eier. Ja, Eier habe ich hier im Feuer schon mal drin, die sind einfach da so gelagert zwischendurch. Wir haben ja hier genug. Dann kann man sie da schon mal sammeln. Gut. So, es ist kurz vor zwei. Ich glaube, wir sollten uns rüber verziehen, bevor sie uns hier wieder alles einreißen, oder? Also ich glaube, hier sind wir gerade sicherer als da drüben. Meinst du? Ja. Na gut. Dein Wort und Gottes Ohr. Was da jetzt an Spikes außenrum sitzt, also... Oh, hier haben wir auch Fenster. Ja, zwei Schießluken. Naja, kann ich ja nicht rausschießen. Muss ich es ja vorher einschlagen. Du könntest uns hier mal die Fackeln noch ein bisschen setzen. Ich glaube, das frag ich zum 10. Mal. Wie heißen die Fackeln auf Englisch? Torch. Well, da ist mein Loch. Haben wir nicht irgendwie eine Tür, die man da drauf machen kann? Bestimmt. Ich weiß nur noch nicht, wie die heißt. So, dann brauche ich etwas Holz. So. Gucken wir mal. Trapdoor? Nee, Trapdoor schreibt man mit T. Auch nicht. Building, gucken wir mal. Ob wir da irgendwas wie eine Falltür oder irgendwas haben. Nee. Ressourcen würde jetzt keinen Sinn machen. Es ist auch nicht. Hä? Nee. Dekoration. Heuballen. Heuballen, was wollen wir denn mit Heuballen? Was es alles gibt. Ja. Fancy Toilette.
Toilette, okay. Aha. Briefkasten. Nee, also ich finde jetzt hier nichts wie eine Falltür oder irgendwas. Muss es aber doch geben. Vielleicht haben wir es nur noch nicht gelernt. Also da ist nichts dabei. Bei Building ist nichts dabei. Möchtest du noch eine Fackel hinhaben? Na, da, wo wir noch keine haben. In jedem Raum sind jetzt welche drin. Hier sind jetzt 4, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, das ist richtig schön. Die hier gefällt mir noch nicht. So, die pappen wir mal daran. Wo möchtest du noch eine ran haben? Mach mal deine Fackel aus. Na, wenn, dann vielleicht hier irgendwo bei den Kisten. Da ist es noch ein bisschen dunkel in der Ecke. So. Jo. Wenn jetzt die Kiste nicht abfackelt, dann ist alles gut. Nein. Was? Ich habe hier schon wieder irgendwas weggeschmissen. Meine Lieblingstaste Q gedrückt. Die Iron Axt. Aber es muss doch irgend... Pressure Plate, was ist denn das? Nee, das ist eine Druckplatte. Nee. Scheint wirklich keine Bodenplatten oder Bodenluken oder irgendwas zu geben. Tisch safe. Waffen safe. Nee, also ich finde nichts. Falls irgendjemand eine Idee hat, gerne mal in den Kommentaren reinpacken. Vielleicht sind wir einfach nur blind. Apropos blind, es ist morgen. Du willst schon los? Naja, so langsam, ja. Kann man einen Schlachtplan machen, in welche Richtung das es geht? So, nach Norden wissen wir, da ist jetzt nicht wirklich was. Also ich würde jetzt hier einfach mal nach Süden laufen, wenn du mal auf der Karte guckst. Norden, Osten, Süden? Also nach weiter unten. Ja, wir können ja so ein bisschen im Kreis so, weil wir ein Stückchen nach Süden runter und dann nach... Einfach auf der Straße bleiben. So, vielleicht können wir im Kreis laufen, weil wenn du mal ein bisschen rauszoomst, dann siehst du, dass wir da auf eine Stelle kommen. Oh ja, werden wir sehen. Ich folge dir, aber nicht so schnell. Haben wir irgendwas zu trinken bei? Also ich habe 2 Gläser Wasser dabei. Da muss ich mir noch eins holen, ich habe nichts. Schaut es denn mit Essen bei mir aus? Food, da könnte ich noch ein Hubs essen. Haben wir da schon irgendwas gebraten? Nee. Haben wir denn drüben irgendwas fertig essen und trinken? Okay. Ich brate mal schnell einfach 3 Stückchen Fleisch. Okay. Brauchst du auch noch was, oder... Ja, für unterwegs, weil ich habe von beiden Essen 61% noch übrig und Wasser noch 57%. Oh ja. So. Ich muss dann nur noch schnell rübergehen, mir noch ein Wasser holen. Ja, haben wir hier nichts. Lässt du mich ran? Ja. Gleich. So, sind 2 Fleische noch drin. Okay. Lecker gebratenes Fleisch. Danke. So. Fleisch. Dann gehe ich hoch rüber und dann können wir starten. Na denn, ab, alle ab. Ich liebe Leitern. Jo. So, das lassen wir hier.
Ja. Hilfe. Was denn? Ich hänge fest, gib mir mal ein Woodframe aus meiner Kiste. Hä? Kannst du da hinter dir hochspringen? Klappt das? Nee, ist zu hoch. Ja, da kannst du aber auch keinen Woodframe setzen da unten. Wo willst du den denn hinsetzen? Doch, mir gegenüber kann ich den setzen und dann müsste ich hochkommen. Aus deiner Kiste? Mhm. Nee, in der Materialkiste. Da ist einer. So, ich setz dir den mal da ran, weil wenn ich den jetzt runterschmeiß, glaube ich nicht, dass du den erwischt. Hey. Guck mal. Schaut gut aus. Anspring rüber. Naja, nicht ganz so sicher. Ein bisschen die Pfeile Pixies gekommen, aber... Ja. Achso, ich habe kein Holz. Na dann hol dein Wasser. Wir wollen los. Achso, da war ja noch was. Weg da! Wir wollen los. Ich lauf schon mal zur Straße runter, wa? Jo. Ah, ich hab vergessen, es ist Nacht. Puh, jetzt nicht mehr. Die kranke Schwester war gerade richtig schnell. Okay. Ist aber schon früh morgens um 6. Ja, jetzt, genau. Ich bin schon wieder tot. Du bist tot. Ich habe mich nur gedreht und tot war ich. Hattest du vielleicht durch deine Springattacken ein bisschen Blutungen? Nicht, dass ich wüsste. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen. Kein Symbol. Ja, da ist kein Symbol. Da geht nur deine Lebensenergie langsam runter. Okay. Was gut, dass es vor der Haustür ist. Genau. So, ich steh mal hier rum, bis du da bist. Ja, ich beeil mich ja schon. Dum-di-dai-di-dai. Kann man eigentlich irgendwie ein Dach draufsetzen? Weil so schaut das ja ein bisschen viereckig aus, unser Hüttchen. Bestimmt war. Na, bestimmt durch mit diesen schrägen. Hm. Aber vielleicht sollten wir noch eine Etage oben drauf bauen, wa? Können wir vielleicht noch machen. Wo bist du denn jetzt? Ich glaube, ich muss... Einfach Richtung Süden und dann kommst du ja zur Straße. Norden, Osten, Süden, Westen, Süden, Süden. Genau. Also jetzt nicht direkt in den Wald, sondern ein bisschen weiter nach unten. Südosten? Du läufst da drüben rum. Ich finde dich nicht. Lauf mal nach links. Da ist doch eine fette Straße. Siehst du die nicht? Ja, ich bin auf der Straße schon drauf. Gleich. Nee, bist du noch nicht. Jetzt. Ja. So, und ich bin hinter dir. Da. Gut. So, können wir gleich mal die Autos gucken? Ach nee, die sind ausgebrannt. Da ist nichts mehr zu looten. Apropos looten. Ich würde sagen... Da ist was drinne. Na dann... Öl. Kleber. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Wir machen die Loot-Tour dann direkt in der nächsten Folge. Okay, wenn du meinst, ist schon wieder die Zeit vorbei. Mann, Mann, Mann. Ja, fast. Aber sonst müssen wir die Loot-Tour mittendrin aufhören. Das macht ja dann auch keinen Spaß. Nö, hast du recht. Dann sag ich schon mal ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal. Genau. Wenn es gefallen hat, lasst wie immer ein Däumchen da und wir sehen uns dann zur nächsten Folge Seven Ways to Die wieder. Macht's gut. Seven Days to Die. Tschüss.